Ich gucke ganz gerne DevPlay, ein YouTube-Kanal, in denen ein paar Auserwählte aus der deutschen Spielebranche über diverse entwicklungsrelevanten Themen sprechen. Unter den Beteiligten und auch großer Grund, warum ich überhaupt auf den Kanal gestoßen bin, ist Björn Pankratz von Piranha Bytes. Und wer mich kennt, sollte sich nicht wundern, warum ich diesem Menschen gerne zuhöre. Davon abgesehen gucke ich für Momente wie diesem. Ja, wir haben an Arcania gearbeitet. AK Gothic 4. Es fühlt sich ein bisschen awkward gerade an, Björn im Raum zu sitzen. Erzähl. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die Björn immer wieder wiederholt hat, ist das hier. Mal raus. Und dann machst du genau das Gegenteil. Du frustrierst den Spieler und Frusterlebnis für den Spieler. Mechanik kennt dir nicht sofort. Das ist sofort der Tod für ein Spielerlebnis, für den Spielspaß, und das ist echt eine schwierige Kiste. Das kam bis jetzt so ein paar Mal von ihm. Und ich denke, er hat nicht unrecht. Nicht selten habe ich ein Spiel aufgehört und seither nicht mehr angefasst, weil ich an irgendeine Stelle kam, an der ich einfach nicht vorbeikam. Aber könnte es jedoch sein, dass Björn Pankratz dieses Mantra, Spieler nicht zu frustrieren, übertreibt? Sehen wir uns dafür am besten Risen 3 an. Risen 3 ist das neueste Spiel von Piranha Bytes. Game Design unter der Leitung von eben Björn Pankratz. Nach dem furchtbaren ersten Akt hatte ich eine schöne Zeit mit Risen 3. Ich habe es zwar nicht bis zum Ende durchgehalten, aber was ich im Folgenden sage, gilt für die vollen 30 Stunden, die ich es gespielt habe. Risen 3 ist frustfrei, wenn man denn versteht, wie es funktioniert. Es gab keine einzige Stelle, an der ich aufgrund des Spiels selbst mit Spielen aufgehört habe. Eines Tages habe ich es einfach nur nicht mehr gestartet, weil es mein Interesse verloren hat. Ich hatte eine angenehme Zeit mit Risen 3, aber sie ritt immer auf der Grenze zu langweilig. Genau wie einen nichts als direkt schlecht anspringt, stellte sich nichts als besonders toll oder aufregend heraus. Ich erinnere mich an fast nichts mehr. Kämpfe hatte ich so gut wie nie verloren. Das zweite Rüstungsset, das ich gefunden hatte, war mehr als ausreichend für die nächsten 25 Stunden lang. Jede einzelne Quest bestand aus "Tu das", worauf ich der Karte folgte und es tat, woraufhin es hieß "Gut gemacht". Zum Vergleich, das aktuelle Witcher 3, das aus verschiedenster Sicht hervorragend ist, ein paar Sachen lassen wir mal aus, fällt hier im Gameplay der Quests allerdings auch nicht viel anders aus als Risen 3. Cutscene, Markierung folgen, Cutscene, vielleicht ein Kampf, das war's. Jedoch versteht Witcher 3 diese Momente bloß als Teil von einer Vielzahl von abwechslungsreichen und auch herausfordernden Möglichkeiten. Fühlt man sich unterfordert, kann man Quests mit höherem vorgeschlagenen Level angehen, die Welt nach zahlreichen Herausforderungen absuchen oder Gwent spielen. Ach, komm schon! Und das ist auch eigentlich das Geheimnis an frustfreiem Design. Erlaubt es den Spielern, sich das Spiel so herausfordernd zu machen, wie sie das individuell möchten. Nicht unbedingt mit Schwierigkeitsstufen, sondern indem es mir sowohl Wege gibt, die es nicht erfordern, große Leistungen an den Tag zu legen, um Fortschritte zu erzielen, sondern auch Möglichkeiten, die mich faszinieren, fordern und alles abverlangen. Das sollte euch bekannt vorkommen, denn nicht nur Piranha Bytes eigenes Gothic 1 und 2 folgten diesem Mantra, als Beispiel sage ich einfach mal Ork-Waffe, sondern ein anderes Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel Dark Souls. Und das lieben ja alle. Trotz seiner Reputation als super duper schweres Spiel, konnte ich es gut spielen, weil es diverse Optionen gibt, das Spiel für Leute wie mich, die einfach nur alles sehen wollen, die Herausforderung weit weniger herausfordernd zu machen und mich nicht so zu frustrieren. Aber das ist hauptsächlich bezogen auf Kämpfe und vielleicht Rätsel. Darüber hinaus gibt es noch andere herausfordernde Dinge, die ein Spiel einem präsentieren kann, vor denen man als Designer vielleicht zurückschreckt, aus Angst, den Spieler zu frustrieren oder zu verärgern. So etwas wie eine komplexe Geschichte, die Aufmerksamkeit und aktives Mitarbeiten des Spielers erfordert. Oder bestimmte Spielekonventionen bewusst zu brechen, um einen gewünschten Effekt zu erzielen. Oder zu versuchen, den Spieler auf emotionaler Ebene zu erreichen. Oder ihn ganz bewusst
etwas zu frustrieren, um eine antagonistische Beziehung mit einer Figur aufzubauen, die einem lange in Erinnerung bleiben wird. So entstehen Klassiker, die es wert sind, sich noch lange an sie zu erinnern. Björn meint aber dies. Das ist sofort der Tod für ein Spielerlebnis, für den Spielspaß, und das ist echt eine schwierige Kiste. Und grundlegend hat er natürlich recht. Ich will nicht sagen, dass Spiele ihre Spieler frustrieren sollen. Außer hier, aber ich sagte bewusst frustrieren. Ich will sagen, dass Designer nicht vor interessanten Entscheidungen zurückschrecken sollen, weil sie vielleicht denken, dass es den Spieler frustrieren könnte. Um auf Risen 3 zurückzukommen, dieses Spiel ist, was passiert, wenn man sich nur auf ein glatt gebügeltes Design konzentriert, das es allen recht machen soll. Mit Ausnahme von 2 fand ich keine einzige Quest irgendwo besonders. Und bis auf diese beiden erinnere ich mich auch an keine mehr. Alle 5 Meter waren verschiedene Gegner, die genauso gut die gleichen hätten sein können, die ich einen nach dem anderen mit derselben Strategie besiegte. Ich traf aber Dutzende Figuren in meiner Zeit mit Risen 3, aber niemand hinterließ einen bleibenden Eindruck. Abgesehen von vielleicht äußerlichen Merkmalen, eindimensionalen Eigenschaften und recycelten Gags aus den Gothic-Spielen. Ich war keine Person, kein Mensch für Risen 3. Ich war eine Quest-Abklappermaschine. Es erwartete nicht von mir, dass ich nachdachte, mitfühlte, mich über etwas freute oder ärgerte, dass ich lernen wollte, sein wollte. Und in Folge erlaubte es das nicht. All das, weil es nicht frustrieren wollte.